The power of the dark side, 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 side. Das ist übrigens Plündern, was ich da immer mache. Okay. Also noch zweimal von den Fabrikdaten. Was hat denn der in der Hand? Das leuchtet aber komisch. Blau, weiß. Das hat vom Weiden komisch ausgesehen. Auch. Oh. Und gleich weiter auf der Große. So, aber mir leuchtet das Ding immer wahnsinnig. Was? Guck mal, ich bin. Ja. Eine Kugel da? Ach so. Mhm. Ist kein Stab, oder? Nee, das ist. Bei mir war nur eine Menge. Ich würde fast sogar sagen, es ist ein Anfängerschwert. Es ist auf jeden Fall ein ganz normales einzelnes Schwert. Also Crap. Und ich bekomm's. Hina Faxi kommt einer. Was? Ja, vielleicht ist es ja besser als deins. Nein. Also wir können diese Truhe jetzt auch noch wegmachen, jetzt sind wir schon hier. Überprüft alle nochmal, ob ihr auch wirklich einen XP-Schub drin habt oder ob er abgelaufen ist. Ja, was? Ja. Ich hab noch 2 Stunden, 7 Minuten und... oder so, keine Ahnung. Warum nimm euch alle mit? Auch eine Bombenstimmung. Okay, das war eine Sekunde zu früh. Hätte ich die Sekunde noch gewartet. Ja. Man kann es nie wissen. Ich habe die nicht hochlaufen können. Thank you.
Das sieht mir nach einem Boss aus. Ja. Wenn du denn schaffst, kann ich hierher vorher zu ziehen, kann man ihn einfrieren. Also wenn der Boss hier steht, kann man ihn einfrieren und dann kriegt er kurzfristig mehr Schaden. Ui. Nee, sieht nicht so aus. Doch, 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 warte einfach ein bisschen. Wir müssen alle hier hinterstehen. Er kommt. Er kommt andersrum. Sieht man halt anders darum. Au, hinten noch wieder Bomben oder so. Kommt alle genau zu mir. Jetzt Schaden machen. Hoch. Er droppt ganz schön schnell rum. Wow. Das war kein Boss. Nee. Warum hat es dann... Müssen wir diese Dinger hier hinten nicht mehr einsammeln? Welche Dinger? Nee, wir haben alle. Nee, es leuchten nämlich. 22 Stück, die Hammer. Es gibt wohl mehr, falls man was übersieht oder so. Auch gut, bevor man zurückrennen muss und sich doof sucht. Links, rechts, geradeaus. Wie du willst. Rechts! Warum okay, rechts? Dann links. Keine Ahnung, kein Schluss zu. Du machst nie, was ich will. Du machst immer nur, was die anderen wollen. Na schön, direkt die andere gespottet. Ups, was hab ich jetzt aufgemacht? Ach gut. Wo kämpft er? Ah, da vorne. Ach, der ist schon. Du merkst immer, wenn irgendwo ein Gegner ist, wenn da ein Schwert auf Ammo kommt, ohne dass du es getriggt hast. Dann wäre ich ja, okay, irgendwo ist Gegner. Ich hab Bumm gemacht. Fein mach. Atialibu. Geronimo! Ich sehe nur diese Machtkuchlan mal vorbeifliegen. Hi, bin du da, komm. Ich hab's gemerkt. Geschichtsstunde. War zwar zu spät, aber... Dabei ist alles. Oh ja, mein Gott. Sieht aus, wie wenn du Gegner käme, aber da ist nichts. Mhm. Ah, quatsch mal wieder mit Ravern. Na ja, mich lost. Warum lässt du mich nicht? Ach du. Ach du.
Mittig. So weit entfernt. Ja, ich war zu weit links. Hm, ich auch. Cool, wir dürfen gegen eine Kämpfe. Die HK-Einheit, die ihr zerstört habt. Er hat 300 Jahre lang ergeben gewartet. Ich kann ihn wieder aufbauen, aber er wird nie mehr derselbe sein. Erkennt ihr nicht, dass ihr auf der falschen Seite steht? Der Imperator bedeutet den Tod. Für euch, für mich, für die ganze Galaxis. Das macht es nur noch schmerzhafter. Ich habe geschafft, was sonst keinem gelungen ist. Lässt er die Steine fliehen? Als junger Jedi zog ich in den Krieg. Ich hoffe nicht. Gewalt und die Dunkelheit akzeptiert. Natürlich behaupten, fliegen die gleich gegen uns. Die ganze Galaxis zu sich gerufen. Er machte mich zum Sith Lord und gab mir den Namen Darth Revan. Ich habe in seinem Namen getötet und mich gegen die Republik gewandt. Aber ich werde es wieder gut machen. Das Ende ist schon lange überfällig. Oh. Ich sah erst so eine Granate oder sowas, der jetzt wirft, aber nein. Boah, guck mal die Farbe. Was der eine Show macht, hey. Kriegt doch jetzt eh die Backen voll. Ich glaube, da kommen irgendwann mal Sachen von oben runtergefallen, denen ausweichen. Jetzt zum Beispiel. Echt, was kommt denn von oben? Na, der hat so Bewegung gemacht. Da raus, genau. Oh mein Gott. Ich kann mich nicht bewegen. Also jetzt kann ich wieder. Mehr Power für uns. Ich spritz mal so ein Ding von Feche. Raus da, raus da. Ich hab Schutzschild gedrückt. Alles gut bei mir. Menschenskinder, was der rumspringt, der muss immer müde werden. Da aus dem Achtung! Hintern raus! Oh. Fang! Proxy, Schaden machen. Autsch. Komm, doch, ich bin raus. Immun. Na super. Echt? Oh. Jetzt kommt ein großer Asteroid und ein Angriff. Wow. Oder auch nicht. Noch jemand? Der ist abkau. Ja. Feigling. Und das so ist der Loot, ha? Huh? Dürfen die greifen, ich nicht? Nee, du kriegst es automatisch rein. Also. In mein Inventar. Ich hab zum Beispiel Stiefel bekommen. Ich einen Gürtel. Ein Armband. Hier muss man dann noch das Holo-Terminal benutzen. Jetzt will er bestimmt von da aus, wo auch immer er jetzt ist, mit uns reden.
Bestimmt. Stationskontrolle an die imperiale Flotte. Die Fabrik gehört uns. Fantastische Neuigkeiten, mein Sith Lord. Wir haben gute Männer in der Raumschlacht verloren, aber wir zerstören gerade die letzten Schiffe der Republik. Ich gehe davon aus, dass der Jedi-Meister ebenfalls sein Ende gefunden hat. Wäre das nicht eine Lüge, wenn wir sagen, ja, der Jedi-Meister ist tot? Oder ist er verschwunden? Wir würden uns wohl kaum unterhalten, wenn er noch am Leben wäre. Natürlich, aber wir müssen solche getöteten Ziele bestätigt wissen. Darth Malgus möchte euch auf dem Flaggschiff sprechen, sobald hier alles gesichert ist. Es gibt noch einiges zu bereden. Fenrir, Ende. Oh, wir haben einen Titel freigeschaltet. Und eine Rakata-Stasis-Kammer. Muss ich auch mit Linksklick drauf, ne? Nutzung erhöht. Kann es sein, dass ich Hawaii-Item für Jedi kriegt habe? Warum? Gewand des Jedi-Anwärters. Ja, weil er ein Jedi war, deswegen hat er Jedi-Sachen bei sich. Ein Bauplan. Gewand des Jedi-Anwärters. Oh, das wäre dann was für Fauxi, weil Fauxi Zinsfertigung macht. Erfordert Zinsfertigung 20. Ich weiß gar nicht, wie weit ich bin. Tja, aber irgendwann konnte es, also nicht verkaufen. Ich gehe über Bereich verlassen wieder nach draußen. Wo finde ich das? Rechts über der Minimap. Okay, dann können wir jetzt zu Moff Fenrir. Die Schlacht ist entschieden. Die Fabrik gehört uns. Und sie wird uns eine ausgezeichnete Waffe sein, wenn wir sie richtig einsetzen. Genau deshalb wird das Imperium siegen. Nicht nur wegen seiner überlegenen Waffen, sondern vor allem wegen seiner überlegenen Persönlichkeiten. Ohne euer Team hätten wir niemals so einen Schlag ausführen oder den abtrünnigen Revan besiegen können. Ihr hättet mir sagen können, wer der Meister der Fabrik in Wirklichkeit war. Revan hat Anhänger im Imperium und das Geheimnis musste bewahrt werden. Ich entschuldige mich, wenn ihr euch ausgenutzt fühlt. Vor 3 Jahrhunderten war die dunkle Seite stark in Revan. Ein gescheiterter Jedi, der das Interesse des Imperators weckte. Aber er widersetzte sich und musste leiden. Nun hat seine Geschichte ein Ende gefunden. Naja, er ist ja abgehauen. Sein Verstand war geschädigt, aber er war nicht immer so. Das konnte ich spüren. Erspart euch das Mitgefühl. Unsere Teams sind auf dem Weg zur Fabrik. Es wird eine Weile dauern, aber wir sollten alles retten können, sogar die HK-Einheit, wenn wir es wollen. Vielleicht besitzt sie nützliche Erinnerungen und vielleicht können wir sie verbessern. Und wenn nicht, bleibt uns immer noch eine neue Armee und ein Sieg, der in die Geschichte eingehen wird. Wir haben gezeigt, dass kein Möchtegern Sith oder Jedi-Meister sich mit dem Imperium messen kann. Auf Dromund Kaas wird bereits gefeiert und schon bald wird der Jubel zu einem Kampfschrei, wenn der wahre Krieg beginnt. Wir haben die Republik getroffen. Es muss nicht auf die Spitze getrieben werden.
Solange auch nur eine Welt sich widersetzt, ist das Imperium nicht komplett. Genießt die Früchte eures Erfolgs. Dank eurer Hilfe wird sich das Gesicht der Galaxis erheblich verändern.